Freitag, 7. März 2014. Weiter geht's im Playoff-Krimi zwischen dem EC Peiting und den Tölzer Löwen. In Kapitel 5 drücken zunächst die Löwen und gehen bereits in der zweiten Minute durch Josef Kottmeier in Führung. Anton Saal gleicht für Peiting in der 18. Minute aus. 1:1. Im zweiten Drittel ziehen die Löwen in Überzahl ein gekonntes Powerplay auf. Christian Kolaschny, 2:1. Thomas Schenkel trifft mit einem Sonntagsschuss sogar zum 3:1 in der 30. Minute. Peiting geschlagen? Ganz im Gegenteil, Michael Fröhlich zum 2:3 in der 42. Minute. Peiting drückt die Löwen in deren Drittel. Ausgleich Lubosz Wielebny, hier die Wiederholung. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit hat Florian Strobel die Möglichkeit, den Kampf für die Löwen zu entscheiden. Lattenschuss, Verlängerung. Beide Mannschaften weiterhin mit vollem Schub. Kein Glück. Penalty-Schießen. Zunächst keine Treffer für beide Mannschaften. Schließlich war Michael Fröhlich erfolgreich und Hechenrieder Held, die Peitinger heute die glücklichere Mannschaft. In der Serie steht es nur noch 3:2 für Tölz. Am Sonntag geht's weiter in Peiting.